Sie bekocht die Crème de la Crème Hollywoods und gibt monatlich unfassbare 30.000 Dollar für Lebensmittel aus. Albino-Kaviar liegt gerade voll im Trend. Die Stars haben diese riesigen Töpfe voll seltener Fischeier. Und ich darf dann Tausende davon auf kleine Mini-Pancakes verteilen. Bei uns packt Promi-Köchin Brooke Bajewski erstmals aus über die eigentlich streng geheimen Diätpläne der Stars und darüber, wie viel Ahnung Mariah Carey und Co. wirklich vom Kochen haben. Was auch immer das hier ist, ist das Mehl? Das ist Salz. So that's salt. Oh, Salz, okay. Brooke nimmt uns mit in den absurden Food-Alltag der Superreichen. Es kommt schon mal vor, dass ich ein Dinner für 1.000 Dollar zubereite mit Schnecken und Steak vom besten Metzger der Stadt mit handgebackenem Brot. Und dann heißt es, wir gehen heute doch spontan ins Restaurant. Wir treffen Brooke in Beverly Hills, wo die 27-Jährige jeden Morgen erstmal für ihre berühmten Klienten einkaufen geht. Natürlich im exklusivsten Laden der Stadt. Heute zeige ich euch, wo ich für meine Promi-Kunden einkaufe, im teuersten Supermarkt des Landes. Willkommen bei Air One. Eigentlich ein schnöder Supermarkt, doch die Klientel, die hier shoppt bzw. auch gerne mal shoppen lässt, ist exklusiver als auf jedem Red Carpet. Kim Kardashian macht hier jeden Einkaufstrip zum Laufsteg-Event. Megastar Miley Cyrus ist Stammgast, genau wie Hailey Bieber, It-Girl Kaya Gerber und Model-BFF Cara Delevingne. Zu verraten, für wen Brooke im teuersten Supermarkt der USA bis zu zweimal täglich shoppt, ist ihr vertraglich untersagt. Nur so viel. Unter ihnen sind weltbekannte Hollywood- und Sportstars und einige der reichsten Menschen der Welt. Ein finanzielles Limit hat sie deshalb beim Einkaufen nicht. Allein die 6 oder 7 Artikel kosten schon 200 Dollar. Normalerweise verlasse ich den Laden mit einem prall gefüllten Einkaufswagen und die Leute starren mich immer an und fragen sich, wer ich wohl bin. Dieser Wagen ist die neue Designer-Handtasche in L.A. Fendi war gestern, heute schiebt man stolz seinen 2000-Dollar-Wagen vor sich her. Der Wocheneinkauf als Statement. 23 Dollar für ein Glas Kokosjoghurt, 30 Dollar für eine Mini-Packung Müsli und, ach ja, 135 Dollar für die recycelbare Einkaufstüte ohne Inhalt. Dafür gibt's bei Air One aber eben auch viele figurfreundliche Ersatzprodukte wie Nudeln aus Algen mit 0 Kalorien oder Reis aus Cognac-Mehl mit nur 5 Kalorien pro Packung. Perfekt für Brooks reiche Promikunden, die aktuell alle auf Diät mit viel Protein und wenig Kohlenhydrate schwören. Die Stars können sich super leckere Lebensmittel leisten, die zwar teuer, aber auch gesund und leicht sind, sodass sie nie das Gefühl haben, wirklich auf Diät zu sein. Wenn man sich einen leckeren, glutenfreien, paleokonformen Mini-Donut für 8 Dollar leisten kann, hat man nicht das Gefühl, auf viel verzichten zu müssen. Gewöhnungsbedürftig sind auch die astronomischen Preise für all das aufregende Superfood. An der Kasse stehen wir kurz vor einer Herzattacke, genau wie immer mehr TikTok-User. Das Wasser hat 25 Dollar gekostet. Okay, der Schluck hat mich 3 Dollar gekostet. Die Shopping Experience geht schon damit los, dass die dein Auto für dich parken. Ernsthaft, in einem Supermarkt. Dafür habe ich dann eben 113 Dollar für meine Lunchbox, ein paar Beeren und Getränke ausgegeben. Ein Hype, den sich die 27-Jährige aus Massachusetts geschickt zunutze macht, indem sie ihre Luxuseinkäufe bei Social Media teilt und so selbst immer bekannter wird. Auch bei unserem Dreh filmt Brooke ein TikTok nach dem anderen für ihre 232.000 Follower. Wie viel haben wir wohl gerade bei Air One ausgegeben? 3.551 Dollar und 8 Cent. Ist das guter Content? Das ist großartiger Content, so eine hohe Rechnung, die Leute lieben das. Und auch Brooks Promi-Kunden haben den Food-Trend als zusätzliche Einnahmequelle erkannt. Ergebnis? Immer mehr Stars geben plötzlich selbst den Sternekoch, vermutlich auch, um lukrative Werbedeals an Land zu ziehen. Hi, hier ist Brooklyn Beckham und ich koche heute für meine Angetraute Nicola. Es gibt Nudeln. Hallo, willkommen bei Kochen mit Mariah Carey. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine Spitzenköchin bin. Schon als kleines Mädchen stand ich immer mit meiner Mama in der Küche.
Brooke, selbst Absolventin einer renommierten Kochschule, kann über die angeblichen Promi-Food-Experten nur müde lächeln. Denn in Wahrheit schwingen die Stars den Kochlöffel nicht selbst in ihren XXL-Musterhausküchen. Das erledigt das Küchenpersonal und hat dafür, wie bei Kim Kardashian, sein ganz eigenes Reich. This is the kitchen where it all happens. Say hi, Marina. Es gab da mal einen Promi-Klienten, der keine Nachbarn wollte und einfach alle drei umliegenden Häuser gekauft hat. Und weil sie den Geruch von Essen nicht im Haus haben wollten, habe ich das Nachbarhaus zum Kochen bekommen. Der Butler hat sich vom Fahrer bringen lassen, das Essen bei mir abgeholt und es im anderen Haus aufgetischt. Der Promi hat seine eigene Küche nie betreten. Und das ist noch lang nicht alles in der prominenten Kochmogeltüte. Denn jetzt raten Sie mal, wer wirklich hinter den ganzen tollen Rezepten steckt, die unsere selbsternannten Promi-Küchenprofis stolz als ihre eigenen Kreationen präsentieren. Ich schreibe all meine Rezepte auf, damit, wenn ich mal nicht selbst koche, jeder, der mein Haus betritt, weiß, wie ich meine Tacos am liebsten esse. Kim Kardashian, die Rezepte-Queen. Von wegen. Brooke packt aus, wie solche Videos wirklich zustande kommen. Manchmal fragen mich meine Klienten nach meinen Rezepten und behaupten dann öffentlich, ich hatte da diese kreative Vision. Und ich denke mir so, ja genau, du hast mir ein Foto von Süßkartoffeln geschickt und ich habe daraus ein komplett neues Rezept kreiert. Aber okay. Zwischen 2.000 und 5.000 Dollar täglich verdient Brooke mit ihren Kochkünsten und Rezeptideen. Für die 40 Promis in ihrer Kundenkartei vermutlich Peanuts. Denn die investieren zusätzlich noch in die Top-Trainer und Ernährungsberater des Landes, mit denen Brooke eng zusammenarbeitet, um jedem Promi die individuell beste Diät zu verpassen. Ergebnis? So manch ein Star verlässt sich so sehr auf sein Team, dass er nicht mal mehr weiß, welche Lebensmittel in seinem eigenen Lieblingsgericht drin sind. Justin Bieber ist der lebende Beweis. Jetzt kommt die Sahne rein. Was für Sahne? Ich esse nie Milchprodukte. Eigentlich isst Justin keine Milchprodukte, aber wenn man es verkocht, ist das nicht so schlimm. Er mag keinen Käse und keine Milch, aber in seinem Lieblingsgericht ist irgendwie richtig viel davon drin. Ich habe eine Excel-Tabelle, in der detailliert aufgelistet ist, was genau die Stars ihrem Körper an Kalorien zuführen und wann ihr Körper ganz individuell bestimmte Nährstoffe am besten aufnehmen kann, welche Mineralstoffe und Vitamine zugeführt werden müssen, welches Frühstück und welches Dinner sie essen und was. Alles wird genau überwacht und kalkuliert. Die Stars heiß und in Shape aussehen zu lassen, ist mein Job. Das Ergebnis von Brookes Arbeit gibt's dann spätestens beim nächsten Red Carpet wieder in voller Pracht zu bewundern.